Im landschaftlich reizvollen Oberlausitzer Bergland zwischen Neustadt und Soland an der Spree liegt das Tor zur Oberlausitz, die Gemeinde Steinigt-Wolmsdorf. Steinigt-Wolmsdorf mit den Ortsteilen Ringenhain und Weifer überzeugt mit dörflicher Idylle inmitten einer intakten Landschaft mit Ruhe und der sprichwörtlichen Oberlausitzer Gastfreundlichkeit. Historische Denkmäler sind Zeugen einer langen Geschichte der Gemeinde. Beispielsweise im Ortsteil Ringenhain erinnert heute noch eine Grenzsäule an die frühere Grenze zwischen Lausitzer und Meißner Gebiet im jetzigen Steinigt-Wolmsdorf. Das kleinste Umgebindehaus der Oberlausitz in Ringenhain, welches liebevoll restauriert wurde, sorgt wegen seiner Größe immer wieder für unglaubliches Erstaunen. Sehr gut erholen kann man sich in Weifer, sei es bei Sport und Spiel oder bei einer Kutsch- und Pferdeschlittenfahrt sowie bei einem Besuch im Heimatmuseum. Der Ortsteil zeichnet sich durch die gut erhaltenen und meist unter Denkmalschutz stehenden landschaftstypischen Umgebinde und Fachwerkhäuser aus. Wir begrüßen unsere Gäste ganz herzlich im Weifer Heimatmuseum. Weifer ist der höchstgelegene Ort im Landkreis Bautzen. Weifer ist ein Ortsteil von Steinigt-Wolmsdorf und liegt mitten im Oberlausitzer Bergland. Wir würden uns auf einen Besuch in unserem Heimatmuseum recht herzlich freuen. Ein tolles Erlebnis ist auch ein Besuch des Erlebnisbades Wasserwelt in Steinigt-Wolmsdorf mit Strömungskanal, Luftsprudelliegen, Riesenrutsche, Spielplatz und vielem mehr. Eine weitere Sehenswürdigkeit, die von Wanderern auf den kleinen und großen Rundwanderwegen erreichbar ist, sind die sieben Linden, die anlässlich des Siebenjährigen Krieges gepflanzt wurden. Wetterinteressierte können in Weifer eine Wetterstation von Jörg Kachelmann besuchen, nach dem auch ein dort befindlicher Weg benannt wurde. Die herrliche Gegend mit fantastischen Fernsichten ins Zittauer, Isar und Riesengebirge bieten Wanderern und Radlern tolle Eindrücke. Sehr gut ausgeschilderte Wander- und Radwege laden zum Wandern und Radtouren rund um den Ort und ins Oberlausitzer Bergland ein. Ein Grenzübergang für Fußgänger und Radfahrer lädt zum Erkunden des Nachbarlandes ein. Steinigt-Wolmsdorf, das Tor zur Oberlausitz, ist immer eine Reise wert.